So, wir sind wieder zurück bei Pokémon Feuergrün. Genau, wir haben uns jetzt vorgenommen, erstmal ein paar Tränke zu kaufen. Die waren, glaube ich, da, ne? Ja, ding, da drüber. Die da ein Haus ohne Türen. Oh, ja. Shit. Rein daneben. Mensch, Magic, habe ich dir doch gleich gesagt. Das ist gar nicht. Ah, geil. Die Folge dann noch? Hä? Die Folge noch? Ja, ja. Ja, dann machen wir den Film. Ich würde zum Linken gehen. Ich kann auch einfach. Wozu Supertränke? Hä? Oh. So der geht automatisch auf 2. Ja, wenn du hoch machst schon. Achso, scheiße. Meinst du wirklich Supertränke? Ich meine, wir haben gerade mal so ja etwas über 20. Der braucht schon weniger als. Na, kauf 10 Stück und fertig. Reicht. Und ein Gegenge. Haben schon genug. Ich habe schon 5 Stück geholt. Kann mich immer nicht damit abfinden, dass ich Escape für B drücke. Ja, gewöhnungsbedürftig. Warum? Weiß ich nicht, einfach so. Okay. Naja, du weißt doch, er hat jetzt und so weiter. Ja, Steffen. Oh, scheiße. Ja, sehr gut. Ja, nein, mal. Oh, ich finde die Beine so gut. Scheiße, was? Mann, da ist das ein Break. So. Die Tastatur ist einfach so abgenutzt. Ja, alles auf die Tastatur schieben, genau. Natürlich. Immer ist die Tastatur. Ich muss gleich niesen, Magic. Bleib mal da sitzen, dann niese ich dir den Nacken. Ein professioneller Gamer macht das. Da ist S wieder. Ah, Robomauzi, ey. Robomauzi. Und das labbernde Sengo. Tot. Volltreffer, direkt K.O., ja. Warum nicht? Stier! So. Dann kommt Kette und Kette. Der Zengo hat sein kein Rasierblatt oder so, Alter. Der Rundenschlag hat sich eben doch schon bemerkbar gemacht. Durchaus. Oder was hatten wir da eingesetzt? Fahnenschuss? Nee. Sandwirbel. Sandwirbel, ja, ach, keine Ahnung, egal. Wenn du Genauigkeit meinst, ganz klar Sandwirbel. Ja, ja, das ist schon klar, aber. Soll ich erstmal tauschen und heilen oder einfach. Grimm und heil und dann hau einfach zweimal Aquaknarren raus, das macht eh weniger Schaden als du. Genau, das ist nur ein Robomauzi. Und mach einmal gleich Tackle, ich will es noch, dass es Stahl ist. Ich heile nochmal. Natürlich! Ja, ich mach mal auf meine Antwort. Mach mal Tackle. Warte. Immer mit. Immer. Ach, als ob es jetzt one-hitten könnte. Ja, vielleicht. Für die Chance besteht. Nein. Doch. Packeru. Okay. Ist anscheinend normal. Ja, es ist ein Transformer, ja. Transformer sind bestimmt auch Stahl. Weiß ich nicht. Mag sein. Nein! Alles klar. Wir benutzen die Buchstaben der Pokémon und das E vom Professor, um uns das ultimative Buchstaben-Pokémon zu bauen. Inkognito? Ja. Uns fehlt aber noch ein C. Sehr. Schuldforscher. Stahl-Maike, das C. Von der Schneider. Es ist einfach nur noch der Schneider von Tsubasa oder so. Karl-Heinz Schneider. Danke für eine Türöffner. Warum auch immer. Das ist wahrscheinlich für die eine Tür, durch die wir nicht durchkamen. Was? Eine Türöffner, um Türen zu öffnen? Eine scheiß Wand, ne? Verarsch mich hier doch. Ganz rechts. Was? Das war da ganz rechts, glaube ich. Ja, nach rechts, Magic. So, ja. Hier, nicht? Also. Hier rein jetzt, oder was? Ja, nach rechts. Ich wollte und das unterste. Nur noch mal. Das glaube ich, ja, und hier mal. Mike, du benutzt Türöffner. Ja, was? Aber die Tür öffnet sich. Die Tür öffnet sich, scheiß die Wand. Nee, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ganz viele Statuen. Wieder eine Fragemaschine. Frank Pokéball. Mann. Ja, dann. Und eine Tür. Was lag da oben? Was? Sack. Eine Eishöhle? Achso, das bist du. Du Stadt. Alter, kannst du auch mal. Die Gelehrer hat mir durch den Kopf geschissen. Jung. Ich will erst wissen, wo ich hier bin. Ich will nicht wissen, wo ich hier bin. Wo ist der Bild? Geh nochmal da rein. Lass es mich hier bin, ja. Wo bin ich? Oh, wow.
Fleckmon. Daneben. Euler. Sinkt. Strecke. Kritisch, jawohl. Krit. Zöger es nicht heraus. Ehrlich, wenn man von Homer Simpson den Kopf nehmen würde und Fleckmon, das wäre doch fast das gleiche. Ja. Stirb. Nee. Ey, Fleckmon ist cool. Fleckmon. Okay, Lamos ist in Ordnung. Wieder losliegen. Das ist schon 35. Schon. Oh, was ist dein Pokéball? Was ist dein Pokéball? Eis. Eis. Ein Beleber. Oh. Eine Leber. Oh, lecker. Oh, nee, nicht schon wieder. Yeah. Wow. Schneepika, geil noch. Ich glaube, wenn man das fängt, dann ist es auch noch immer noch ein Schnee. Ja, egal, aber Pikachu. Das müssen wir fangen. Wie auch immer. Marco war keine Ahnung. Ja, passt doch. Und los. Werfen wir einen normalen Pokéball. Erstmal. Jetzt haben wir den Schneemann gefangen, nicht das Pikachu. Yay! Setz Schneemann ein, ja. Frosty, the Snowman. Woo. Schneepika wurde gefangen. Aber geil, ey. Ja. Ups. Ich hab doch. Ja, Pokémon. Ich hab 0 gedrückt aus. Jawoll, Schneepika, ja, bleibt ja, also. Ja, mit Design ist ja geil, ey. Elektro-Eis, bam. Wieder aufbauen. Für den Schneemann. Genauigkeit 100. Toll, sag aber nicht, was die kann. Keine Ahnung, vielleicht sowas wie Genesung. Aber der Schneemann allein. Ja, das soll ich auch mal fangen. Na ja, genau, Pokémon kannst du mal austauschen, dass wir da mal dann die heilen, hätte ich fast gesagt. Pikachu trainieren. Genau. Nee, Schnee-Pikachu. Ja, Schnee-Pika. Warum kriege ich jetzt den ganzen Scheiß? Nach unten, ja, und nach links, jawohl, das bringt es bestimmt voll. Kannst du da einfach so rübergehen? Nö, der geht ja von alleine. Okay. Was ist das, was du da so was drin ist? Sprech das an da oben. Ah, oh, Magic. Shit. Ah. Nein. Du wolltest es unbedingt. Okay. Oh, er sagt nichts. Zum Glück, ey. Wusste ich's doch. Scheiße, wie bin ich jetzt gegangen? Da, zack, 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 zack. Boah, und hol dir das Item da. Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, einfach. Ein Pokémon. Und wieder ein Schneepicker, Schneepicker. Tackel! So. Ja, und geiles Genesung. Ja, geil, ey. Oh, wow. Crit. Wieder aufbauen, los, wieder aufbauen. Spam einfach. Nein! Wenn ich nicht austausche, dann geht der Kampf unendlich weiter. Hammer geil, das Schneepicker. Pucke. Das hat echt Eier. Vielleicht kann Schneepicker ja Zerschneider erlernen. Nee, kann nur noch Schneider erlernen. Naja, Schneider, wir haben ja keinen Zerschneider mehr. Schneider! Uns fehlt aber noch ein Zerr, aber was kann man mit Zerr und E bilden, bitte? Zerr? Ja. Zerre. Oder Ezerre. Zere. Schön. Zere. Trommelwirbel bitte! Toll. Achso. Erneut ein Pokéball. Da unten ist noch ein Pokéball. Das dauert ja ein bisschen Monster bei der Wesen. Tickering. Im Dunkeln. Im Dunkeln? Ja, mal geil gehen. Du machst ja auch gar nicht die Augenkappen mit kaputt. Außerdem geht's. Nein! Licht bleibt aus. Das ist aber anstrengend, die ganze Zeit nur auf den Bildschirm zu gucken, wenn alles dunkel ist. Ja, und lesen ist einfacher, das ist unhilflich. Was wie? Ja. Das ist ja gerade nur so ein paar Flatbots und so. Ja. Hammer geil. Colin ist gerade weg, deswegen nehme ich seinen Platz ein. Du machst dich schön warm. Ja, nee. Der ist noch voll warm. Oh yeah. Bei mir zu Hause, Bene. Wo bin ich? Im Pokémon-Zentrum. Du wohnst ja quasi schon hier. Wieder altes Mann. Monster muss man umgehen. Jawohl, Schneepika ist Level 7. Und, fast Level 8. Passt doch. Schutz. Jawohl. Oh, da ist noch ein Item. Das muss ich mir noch holen. Ich will's nicht haben. Ey, geh mal nicht so wählerisch. Donnerschock. Jawohl. Jetzt mach ich wieder aufbauen. Donnerschock gegen einen Donner-Pokémon. Genau, ich wollte es immer ausprobieren. Mach Tackle, das sollte daneben gehen. Perfekt, ey. Ja, mal 8, das geht. Jetzt macht das gleich wieder aufbauen. Oh. War ja irgendwie klar. So ein Penis-Kampf, ey. Oh, Lea, nein. Kann man 5 mal einsetzen, ich hab's auch mehr als 5 mal eingesetzt. Ja, also.
auch so aus. Wechsel einfach zu Shiggy Shiggy. Mit seiner Ultra-Brille. Zu Shaggy. Weg, wann entwickelt sich Shiggy? Auf 16, oder? Jo. Da bin ich mal gespannt. Ob es dann noch eine Ultra-Brille hat. Versuch das Item da oben nochmal zu holen gleich. Gell, gleich. Ausnahmsweise. Ja, wenn Fleckmann kommt, kannst du das mit Schneepika ohne Probleme wegbattlen. Ist ja schließlich. Oh, na, okay, dann geht's weiter. Vor das Item. Wow, oder ein wildes Meryl. Nee, es heult einfach nur. Es hat ein Schleifchen um seinen Schwanz. Stirb! Sehr effektiv. Ja. Wow, natürlich. Oh, guten Schlag. Sehr schön. Okay, ja, okay, ein normales Meryl. 106. Jawoll, ja. Ein Pokéball. Oh, oh ja. Oh, Fleckmann, ja, kannst du auch One-Hit. Denkt ordentlich Erfahrung nach 54 oder was das eben gebracht hat. Das ist natürlich sehr geil. Das ist nicht One-Hit halt. Nee, aber fast. Ein Fast One-Hit ist kein One-Hit. Na, jetzt. Dann ein Two-Hit. Scheiße, wann dann? Ich weiß, oh, ich kenne den Weg. Ja, warte, ich muss noch drauf kommen. Eine Sekunde. Ich geh einfach wieder. Whee. Einfach weil du es kannst. Komm, naja, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Ich dachte mit dem Pokéball. Ja. Fucking Flecken. Jetzt ist Level 11. Jo, egal, mach's platt. Donnerschock und so. Steffen, verrat mir den Weg, ich hab keinen Bock. Nee. Doch. Nee, das will ich jetzt mir angucken. Du Scheiße, du. Gucke, kriegst du es doch hin. Aber nur ein Supertrank, den ich schon zweimal gekauft habe. Soll ich Schutz einsetzen? Einfach so, auf Bock? Nee. Nee, trainier schnell, Pika. Und versuch irgendwie irgendwann nochmal einen Kampf mit Shiggy zu machen, dann sollte es sich entwickeln. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Marvel. Oh, keine Chance, ne? Eben hat's geheult. So wie du immer. Auf welchem Level ist Schneepika jetzt? 11 oder 10? Ja, 10? 11. 11. Sagt er irgendwas? Nix. Was? Oh, ja, Zubat, hammergeil. Ein shiny Zubat. Sieht echt shiny aus irgendwie. Ja. Ja, ich wollte einfach nur beide trainieren. Ne? Achso, ja. Mach doch. Achso, scheiße, ich muss ja Escape drücken. Ha. Staune mich. Was dachtest du? Er war verwirrt. Ah, ein Kampf für einen. Scheiße. Irgendwie sieht der Stein da unten verdächtig aus, den würde ich nochmal ansprechen. Das fällt das Doppel ab. Ja, komm, das bringt 12. Probier lieber Aquaknarre. Steffen hat gesagt, ich soll Aquaknarre nicht einsetzen. Wann hab ich das gesagt? Vorhin. Yes, los jetzt aber. Bis. Auch mit dem Schlacken. Na, okay, okay. Na. Wow. Nein, das gab's doch auch. Oh ja. Geil. Genau, der Feuerwehrmann. Ja, genau. Mit seiner Sherlock-Truppe. Das war ein Fuchs. Also hat sich die Sonnenbrille jetzt verwandelt. In einen Schal, ja genau. Hals. Das ist immer noch etwas, was man auch Hals trägt. So. Ja? Lass uns darüber philosophieren, Magic. Yes. Alleine in einem Tumpfkörper raus. Und niemand dich schreien hören kann. Von wegen alleine, wir sind hier zu fünf. Nee, ihr. Soll ich wieder hochgehen? Anscheinend nicht. Das Pokémon lässt mich nicht. Das war zu Recht. Ey, es hat eine Schleife am Schwanz. Unheimlich, ja. Ich hab das gleich auch schon gesagt. Erst. Guck
von Geduld. Oh, komm schon. Das Pikachu ist jetzt so ein Typ Elektro-Eis. Ist es auch. Ja? Meinte Colin zumindest. Ja, ist es. Cool. Stärke. Okay. Ah ja, warte. Oh, wer kann das lernen? Und wer kann, wer kann Schneider lernen? Schilux sollte doch mal jetzt der Stärke beherrschen. Schneider. Schneider. Lässt sich nicht verwenden, da das Zerr fehlt. Oh, super. Bei Stärke kriegen wir sich auch. Anabolika für dein Pokémon. Ja, aber geil, hau mal Anabolika rein. Oh, es kann sogar Stärke lernen. Es hat Schneepika. Was? Wie dreckig. Ich bin nur von der Züge. Zum Tod ist besser benutzen, bevor ich schon wieder einen Teil des Schlafs getroffen. Ja. Außerdem muss ich nicht so benutzen, sonst komme ich hier nicht raus. Schneepika hat einen Stärke. Okay, sie cheatet also einfach. Ja. Frech. Hat Schneepika hat Anabolika bekommen. Anabolika? Ja. Na, ich kann sie eh nicht belabern, er weiß ja immer, wo er selber ist. Wo bin ich? Los, du bist Stärke. Bam. Mach Donnerblitz einfach. Ja, ich wollte mal checken, wie das ausschaut. Ja, 41 Stärke. Doch, Colin, das ist nur eine optische Täuschung. Das sieht für dich aus, als würde der Donnerschock stehen, nicht wahr? Aber eigentlich ist es Donnerblitz. Welche Dimension ist das jetzt wieder? Hä? Meine. Achso. Oh. Achso, ich muss Leertaste drücken, um die wegzukicken. Und nicht einfach gegenrufen. Juhu! Ja. Nützt nichts. Nein, das bringt nichts. Hä, hey, wo kann ich den dann? Nach so, unten, ja, der, nach unten, genau. Den tu dir nach unten und dann. So, zum Glück muss man immer Leertaste zum Kicken drücken, sonst wäre ich da reingerannt. Mhm. Haben die sich auch, oder? Oh, Eissturm! Oh, weg mit Tackle. Oh, nice. Und da ist es wieder. Jawoll, 29, nice. Ja, das ist ja einfach den unteren einfach nach vorne und den oberen nach oben. Oder einfach ins Loch rein. Ja, Magic Style. Ich dachte, das gibt mir wenigstens eine Ansage, dass ich jetzt auf dem Loch stehe und runterfalle. Oh, toll, das ist einfach. Ah, cool. Ja, den nach links schieben. Genau. Ja, ich muss erstmal stärker aktivieren. Ja, den nach unten. Und den nach rechts rein. Erstmal nicht den runter und dann? Den nach rechts rein einfach. So. Ach, kann und ich auch ins Loch reinkicken? Und den nach links? Wie in vielen soll ich ins Loch gehen oder? Nee, den. Hm? Okay. Am Arsch! Ja, muss auch mal runterspringen. Ja. Ja, zum Glück bin ich auf dem Stein gelandet. Ja. Hä? Komm ich hier auch nicht mehr. Nö, ich komm nur da lang. Schade. Ja, hast ja auch erst einen, ne? Muss wahrscheinlich den Rest noch. Kapaui. Eis. Oh, jetzt sind die einfach wieder zurückgestellt worden. Ja. Wie in jedem Pokémon-Spiel. Hat sich eigentlich nie jemand gefragt, wer die zurückstellt? Fleckmon was ist das? Guck mal, das sieht aus, als hätte Fleckmon. Als hätte Fleckmon Augen im Mund. Es hat Augen im Mund. Fleckmon, Mann. Okay. Ich wollte ihm nur die Hoffnung geben. Mhm. Du hast sie halt nichts zerstört. Achso. So wie immer. Kann ich am besten. So, wie geht's hier weiter? Ja, den unteren nach links, den oberen nach oben. Upsa. Und nochmal nach oben und dann nach rechts da rein. Und weg. Hat das gerade 50 gemacht? Ja. Oh, okay. Glaub schon, weil es Level 7 war, nicht Level irgendwas. So, guck mal, ob du da noch irgendwie was anderes noch verschiebst. Du musst ja nach unten. Ja. Da ist es wieder. Wie viele Flecken hast du hier auf? Ja, schon ganz viele Leichen überall, aber gehen wir 10 weiter. Ja, das würde ich auch geil finden, wenn sie so ein Limit setzen, wie viele Pokémon man in einer Höhle oder so finden kann. Ja, in Final Fantasy ist es, man kann da die Monster ausrotten. Ja. Dann tauchen die auch nicht mehr auf. Ja, nie wieder? Das ist cool. Nee.
Also das, zumindest nicht in dem Spiel. Das ist hier auch, kann man nicht immer halt nur eins so hochpushen, muss man auch von der anderen weg. Nein, nach rechts. Ja, den rechts unten jetzt noch ganz links. Und dann hoch. Was doch, jetzt nochmal Pika. Dann mach 12-mal doch noch schon. Ja, ich guck da hinten gerade. Aber natürlich überlebt das Fenster. Die Gegend hier um uns herum fackelt gerade ab. Ja, aber wir zocken weiter, weil du kehrst. Weil wir zocken können. Oh, so schöne Fünkchen. Machen die noch draußen was? Ja, bestimmt was sonst. Na klar, die machen Teufelstanz ums Feuer. Verdammt, sitzt da. Oh, Teufelsanbetung. Soll ich hier auch gleich ins Loch reinschauen? Ja, mach mal hinterher. Wer weiß, wo wir landen. Ja, ist ziemlich eindeutig. Geh nach unten. Oh, das und wieder beim Ein- und Ausgang. Oh, ja, der ist auch nicht viel besser. Irgendwie hängst du da jetzt fest, Majid. Nein! Das ist geil. Du kannst dann auch noch. Ja. Spring wieder in das. Spring einfach in das Loch da rein. Schon was da ist. Das hättest du wohl gerne. Ja, wieso nicht? Du musst in irgendein Loch rein. Du musst da landen. Aber ich weiß, dass das noch das Falsche ist. Im Normalfall sollte das heute so ausgerichtet sein, dass du mit jedem das schaffen kannst. Oh, scheiße, ich hab vergessen, dass es ein Pikachu ist. Shit. Eissturm bringt auch nicht so viel. Stärke. Warm, 44. In your face. Ich wusste gar nicht, dass Stärke so stark ist. Anabolika. Ich jump einfach mal. Wow, wow! Die kann ja rennen. Okay. Scheiß die Wand an, wie das? Ich habe aber zweimal in eine Richtung gedrückt. Oh, cool. Da komme ich auch nicht weiter. Scheiße. Ja, dann gehen wir mal nach ganz oben. Ja, hör bloß nicht auf mich. Lass mich nicht mal ausreden. Wieso? Geh nach ganz rechts und dann nach unten. Du hast gesagt nach oben. Nach ganz rechts. Ich habe nie nach unten gesagt. Habe ich irgendwann nach unten gesagt. Ja. Nach rechts. Hui. Hui. Ja, wo komme ich jetzt hier lang? Nach. Ja, du fragst, wo gehst du lang und dann gehst du einfach wieder zurück. Ja, guck doch mal, wo ich hier lang komme. Ja, guck mal, es gibt nicht viele Möglichkeiten. Nach oben und da komme ich dann auch nicht weg. Natürlich. Natürlich. Wo denn? Nach links. Ja, toll. Nach oben. Nach rechts. Nach unten. Ja, da. Und jetzt? Nach rechts, nach oben, nach rechts, nach unten wahrscheinlich. Nach links. Nach links. Nach unten, nach rechts. Nach unten. Links hoch. Links. Runter, rechts, hoch, rechts, runter, links. Runter. Runter? Was? Runter? Das andere runter. Ja, links, links, runter, ja. Links. Links, okay. Hoch, hoch, links, hoch, wahrscheinlich rechts. Jawohl, passt doch. Was ist das Scheiße? Der Stein sagt nichts. Ach ja, ich kann ja auch rennen. Toll, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Jetzt, warum kannst du nicht mehr rennen? Ich hab doch eben... Ja, hast es verlernt. Shit. Ja, hast wahrscheinlich eine andere Taste gedrückt. Eigentlich habe ich nur zweimal in die eine Richtung aus Versehen gedrückt. Hast du auch gedrückt gehalten gerade? Warte. Oder. Hm. Egal. Ah, ich habe die Leertaste gedrückt halten. Ah, cool. Okay. Ich habe aus Versehen Leertaste gedrückt, als ich das. Oh, scheiße, ich habe mich verklickt. Hui. Ja, so. Alter, sowas bei Twitch Plays Pokémon kannst du auch total knicken, ey. Was meinst du? Sowas wie da eben. Die da, ja. Naja, sie haben die Safari-Zone gelöst, ja, sie haben die Major Bob Arena gelöst, sie haben den Fates-Tunnel gelöst. Die Major Bob Arena, wie haben sie das eigentlich geschafft, ey? Wie haben sie die Safari-Zone hinbekommen? Das war ganz außen vor. Ja, Pokémon Center würde ich sagen, und dann beenden wir die Folge am besten. Die Fates-Tunnel wahrscheinlich im Dunkeln irgendwie geschafft. Das wäre am geilsten. Ja, irgendwie habe ich gesehen, die waren irgendwo ganz anders, in Lavandia-Turm einmal und dann waren sie einen Tag später wieder im Felstunnel. Cool. So, einmal abspeichern, vielen Dank und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ciao.